Willkommen zu einem neuen Video zu Molia 101 und das hier ist jetzt offiziell meine letzte. Nein, nicht im Zweifel, nehme ich gleich noch was in CSGO auf. Das weiß ich noch nicht, aber das ist meine letzte Timolia-Aufnahme als Minderjähriger. Es ist irgendwie absolut weird, darüber nachzudenken, dass ich morgen legal Wodka kaufen darf. Und dass der Typ mich gerade ziemlich hops nimmt, das ist auch noch cool. Ey, was wird das, wenn es fertig ist? Digga, ist der behindert? Wow. Ja, I don't know, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe mit 14 diesen Kanal erstellt. Mit fucking 14. Wobei, man muss jetzt mal dazu sagen, dass ich den Kanal vor 3 Jahren und einem halben Monat oder sowas erstellt habe. Also, ich war da technisch gesehen noch 14, aber trotzdem, der Kanal ist jetzt irgendwie 3 Jahre alt. Es war irgendwie schon eine geile Zeit, teilweise. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Stunden Arbeit in den Kanal geflossen sind, und wenn ich mal drüber nachdenke, wo ich gerade so abo-technisch und sowas bin und view-technisch, irgendwie ist es manchmal ein bisschen frustrierend. Achso, und ich möchte nochmal anmerken, dass ich bis gerade vor der Aufnahme LK-Aufgaben gemacht habe, weil sich meine Bio-Lehrerin dachte, Digga, 4 Stunden? Nee, Digga, ihr habt halt jetzt einfach mal kein Leben. Also gut, man muss dazu sagen, ich habe actually kein Leben, aber trotzdem habe ich in diesem nicht vorhandenen Leben was Besseres zu tun, als 4 Stunden lang Bio zu machen. Danke an meinen Lehrer nochmal an der Stelle. Aber hey, ich habe es geschafft, bis auf einen Teil, den habe ich nicht so ganz verstanden. Komm. Ja, okay, ich glaube, ich habe das verloren. Ja, Digga, nee. So frustrierend es manchmal ist, wenn ich meine Abo-Zahlen sehe so und bedenke, wie viel Liebe in diesen Kanal geflossen ist, muss ich halt auch sagen, es gibt halt auch einfach echt geile Sachen daran. Alter Vater. Eine Ewigkeit später. Digga, diese Affen. Du musst wirklich immer erst diesen scheiß Countdown da starten, bevor die Typen mal facen. Aber ich muss sagen, mein YouTube hatte auch was Geiles. Ohne mein YouTube hätte ich nicht mit YouTube angefangen, mit diesem YouTube-Account hier. Dann hätte ich nicht Tim kennengelernt, dann hätte ich nicht Jan kennengelernt, dann hätte ich nicht Jason kennengelernt, ich Max kennengelernt und ich weiß nicht, Jan schaut manchmal meine Videos, alle anderen schauen, glaube ich, wirklich so ziemlich fast gar nicht meine Videos, I guess. Aber wenn ihr das seht, fühlt euch gegrüßt, ist immer geil mit euch so auf dem Test zu chillen so. Ich muss sagen, das ist halt eine der geilen Sachen. Halt ein paar Leute kennenzulernen. Kann der Typ mal endlich verrecken, meine Fresse. Jeez. Ich muss auch mal der Fairness halber sagen, ich hatte ja mal das Ziel gesetzt, bei 500 Abos dieses Jahr werde ich den USA-Vlog schneiden. Ich bezweifle irgendwie, dass wir das schaffen. It's been a long day without you, my friend. So, und by the way, falls sich irgendwer jetzt ausgeschlossen fühlt, dass ich ihn eben vergessen habe. Sagen wir mal, ich glaube, die Typen, bei denen ich dankbar bin, dass ich sie kennengelernt habe über mein YouTube oder generell kennengelernt habe, ich glaube, die wissen das. I guess. So ein bisschen Schätzung zufolge. Alter, spitzt halt noch mehr rein. Also irgendwie ist es so, sweaten und counter-sweaten, aber trotzdem auch, dass man sweaten muss. Ich fand irgendwie die Typen, die sich hochbauen und dann runterspringen, sympathischer. Ich will auch kein super langes Video machen. Ich wollte auch nur mal irgendeine Abwechslung davon, hier 20 Stunden ein Video zu machen. Ja, spam mich mit dem Bogen, der keinen Damage macht. Du hast es tatsächlich verstanden. Ja, Digga, setz dich selber in deine Lava. Ich kann mal sagen, das ist jetzt der letzte Fight. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video schneide, weil mein Plan am Geburtstag ist, gar nichts zu machen, was irgendwie Arbeit ist. Ich kann mal sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, teilt den Stuff gerne. Ach, Hurensohn. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, teilt den Stuff gerne auf Twitter und so ein Stuff. Also, keine Ahnung, überall, wo ihr halt teilen könnt, wollt, was weiß ich. Könnt mich sehr gerne weiterempfehlen, würde mich freuen. Brainlag.mp4 kickt. Eine Ewigkeit später. Folgt mir unbedingt auf meinem Instagram, auf meinem Twitter, da bekommt ihr Stuff aus meinem Real Life mit. Auf meinem Twitch, da gibt es halt Livestreams, logisch, I guess, irgendwie, so ein bisschen, ja. Aktiviert da die Glocke, um keine Livestreams zu verpassen. Abonniert mich auf YouTube, wenn es euch gefallen hat. Abonniert die Glocke. Boah, ich habe echt zu lange Bio gemacht, ich kann langsam echt nicht mehr denken. Und es ist viel zu warm im Zimmer. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Kommi. Bis dahin, ciao.